Hallo Battlefield-Freunde, hallo YouTube. Mein Name ist Tom Thompson und heute habe ich jede Menge Neuigkeiten für euch. Doch bevor ich damit anfange, möchte ich wie immer kurz auf das Gameplay eingehen, was ihr im Hintergrund seht, und zwar Noshar-Kanäle. Ja, soweit keine Überraschung, aber ein ganz neuer Spielmodus bei mir auf dem Kanal, nämlich Rush. Ich als überzeugter Rush-Hasser, ja, habe mich dann doch mal breitschlagen lassen, dass wir einfach unsere Kiste mal umstellen auf Rush, da vier schöne Karten reinknallen und dann einfach mal gucken, was passiert. Also ich wundere jetzt hier am Anfang zum Beispiel, ja, ich war total überrascht, dass da hier schon Fahrzeuge und so kommen, also ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Und hätte da, ich glaube, hätten wir fähige Gegner gehabt, hätten wir die Runde, glaube ich, noch verloren, weil ich den Gegnern einfach jetzt mal... Ja, ich dachte mir, hey, die brauchen wir nicht mehr, können wir wegschmeißen, das Ding... War schon der TÜV abgelaufen, braucht man nicht mehr und ja, wurde natürlich sofort bestraft mit dem Kopfschuss, so wie sich das Ganze auch gehört. Gut, die Gegner haben den Heli und das hätte tierisch in die Hose gehen können für uns. Ja, gespielt habe ich das Ganze als Sturmsoldat mit der AEK, mit Schalldämpfer, Cobra-Visier und Frontgriff ausgestattet. Weil bei Rush ist es doch ganz gut, wenn man nicht erkannt wird, wenn man hintenrum irgendwie mal probiert an die MCOM ranzugehen. Und als Secondary habe ich die Rex mal zu Hause gelassen, weil, ja, irgendwie ich dachte, ich muss mal was Neues probieren. Und da habe ich die G18 mitgenommen und das Ding ist echt ein Biest im Nahkampf, auch wenn wirklich jeder Schuss sitzen muss, weil die Durchschlagskraft der Kugel nicht so der Hit ist. Aber jetzt genug zu dem Gameplay, jetzt kommen wir mal auf die Neuigkeiten. Und zwar, ja, typisch Gamescom, ich hatte es euch ja schon gesagt, da pünktlich zur Gamescom. Kommen die ganzen Neuigkeiten. Und da gab es heute wirklich eine ganze Menge. Und zwar fangen wir an mit dem, ja, mit dem Wichtigsten. Und zwar, es gab einen neuen Trailer zu Armored Kill. Oder nicht nur zu Armored Kill, sondern in dem Trailer wurde eigentlich die Battlefield 3 Premium Edition vorgestellt. Ja, was ist die Premium Edition? Relativ einfach erklärt, nämlich das ist ganz normal das Battlefield-Spiel und die Premium-Mitgliedschaft, also nicht Mitgliedschaft. Diese, ja, wie nennt man das? Dieser Premium-Bonus-Inhalt, also dass man gleich Premium-Mitglied ist und damit auch alle DLCs mitbekommt, also alle, angefangen von Strike at Carcant über Close Quarters, Armored Kill, Aftermath und zum Schluss Endgame. Also das ist alles da drin. Wann das Ding in den Laden stehen wird, ja, ist noch nicht bekannt, auch der Preis ist noch nicht bekannt. Ich denke mal, das Ding wird gut um die 70 Euro oder so kosten oder sogar noch mehr, wenn man schon die normale Battlefield-Version nimmt. Die kostet ja auch schon, ich glaube, 60 Euro für die Xbox. Und dann nochmal so 30 Euro oder so obendrauf. Aber vielleicht machen sie auch einen, ja, einen super-duper Schnäppchenpreis. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Dann, was wurde noch angekündigt? Ja, bei dem Trailer, den werde ich übrigens auch in der Videobeschreibung mal verlinken. Der ist auch in meiner Battlefield 3 Playlist drin. Hat man so ein bisschen eine kleine Kostprobe von Aftermath bekommen, was ja das nächste DLC nach Armored Kill sein wird. Und was wurde gezeigt? Eine dunkle Karte. Das hat mich so ein bisschen an die alten Battlefield 2 Zeiten erinnert. Da gab es ja einige Dunkelkarten, wo man dann so mit Nachtsichtgerät auch noch rumlaufen konnte. Also da lassen wir uns mal überraschen, was da so kommt. Auf jeden Fall sah das sehr, sehr interessant aus. Ist mal wieder ein ganz anderes Setting. Also man kann sich echt nicht beklagen, dass wir hier immer auf denselben Karten rumeiern müssen oder auf denselben Umgebungen gezwungen werden, unsere Kills zu machen oder unsere Punkte zu ziehen, sondern ja, wir haben ordentlich Abwechslung drin. Also von engen Karten wie in Close Quarters über altbekannte Karten wie Strike at Carcant, aber jetzt auch dann mit Armored Kill riesig große mit der Labanda-Wüste, was ja die größte Karte überhaupt sein wird. Über Alborz Mountain und... Ach, da ist so viel Zeug jetzt drin. Also ich denke mal, wenn die ganzen DLCs draußen sind, dann wissen wir am Ende gar nicht mehr, welche Karte wir eigentlich spielen wollen. Aber, also ich freue mich auf jeden Fall. Man sieht, Battlefield 3 ist nicht tot zu bekommen und wird ordentlich mit Inhalt gefüllt. Und da hat sich die Premium-Mitgliedschaft wirklich gelohnt. Also wenn ich da so sehe, was da noch kommt... Egal, auch wenn ich da noch keine Sekunde gespielt habe. Also ich glaube, das wird gut. Auch wenn ich bei Armored Kill immer noch so meine Zweifel habe. Aber da schauen wir einfach mal. Gut, was gibt's noch als Neuigkeit? Und zwar ist das Doppel-XP-Wochenende bekannt gegeben worden. Wie jeden Monat haben wir die Premium-Mitglieder den Vorteil, dass sie mindestens an einem Wochenende, in letzter Zeit war es ja auch mal über eine ganze Woche hin, ja, doppelte Erfahrungspunkte scheffeln können. Und dies findet... für alle Premium-Mitglieder am 25. und 26. August statt.
Also Ende des Monats, so schön kurz vor Armored Kill, kann man nochmal ordentlich Punkte scheffeln oder halt seine Klassen schön nach oben spielen, dass man dann ja mit neuer Motivation in Armored Kill starten kann. Wann genau, also uhrzeitmäßig, das ist noch nicht bekannt, aber ich denke mal, aufgrund der amerikanischen Zeit wird das bei uns, ich glaube, wieder von um 9 in der Früh oder so bis ja um 9 am Montag in der Früh dann sein. Aber wenn die Zeit nochmal genau feststeht, gebe ich euch auch nochmal Bescheid drüber. Gut, nächste Neuigkeit. Also ihr merkt schon, heute geht es echt Schlag auf Schlag. Und zwar ist der Release-Zeitpunkt von Armored Kill bekannt gegeben worden. Die PS3-Fraktion macht dank Exklusivvertrag, also wer PS3 besitzt und Premium-Mitglied ist, darf am 4.9. Armored Kill seinen eigenen nennen und starten. Eine Woche später, das wäre dann der 11.9., kommt die Xbox- und die PC-Fraktion dazu, natürlich auch die Premium-Mitglieder, weil die Premium-Mitglieder haben ja den Vorteil, dass sie 2 Wochen vor allen anderen die DLCs bekommen. Gut, laut Adam Riese ergibt sich dann der 18.9. für die normalen PS3-Spieler, also die kein Premium besitzen. Und zu guter Letzt am 25.9. die Xbox- und PC-Spieler, die auch kein Premium besitzen. Also ja, immer am Dienstag kann man sich schon fast merken, wird eine neue Gruppe von Spielern auf Armored Kill losgelassen. Also können wir auch schon gespannt sein. Also ich persönlich werde mir da den 4.9. ganz rot ankreuzen, weil da werden wir dann das erste Mal sehen, wie sich Armored Kill ja wirklich, ja, wie es halt ausschaut, wie das Verhalten ist, wie das Gameplay ist, vor allem auf der Konsole, weil ich zocke selber auf der Konsole. Wie sie die Karten und so hingestellt haben, also da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, die bauen da keinen Bock. Aber ja, ändern können wir es sowieso nicht, müssen wir uns damit mit abfinden. Auf jeden Fall ist der Zeitraum jetzt schon sehr überschaubar, bis wir das dritte DLC bekommen. Und das sind doch mal richtig gute Neuigkeiten. Gut, damit nicht nur Battlefield 3 im Fokus steht diesmal, gab es auch eine Neuigkeit zu Battlefield 4. Und zwar hat ein DICE-Mitarbeiter bekannt gegeben, dass Battlefield 4 definitiv in moderne Kriegsführung unterstützen wird. Und somit fällt, ja, wie von uns schon fast erhofft, ein zweiter Weltkriegs-Shooter schon mal flach. Aber es bleibt weiterhin offen, ob es ein Battlefield 2143 wird, also so ein bisschen Ark in Zukunft mit Mechs und vielleicht Titanen-Modus wieder, oder ein Bad Company 3, das steht ja auch noch in den Sternen. Oder es wird einfach eine simple Battlefield 3 Fortführung. Also da müssen wir uns mal, ja, können wir mal gespannt sein. Ich persönlich gehe ja nach wie vor davon aus, dass Battlefield 4 definitiv auf der neuen Konsolengeneration starten wird. Also das wäre dann die Xbox 720 und die PlayStation 4. Also für die 360 oder PS3 wird da nichts mehr kommen. Und da, ja, vielleicht nehmen sie einfach den Release-Zeitpunkt der Konsole mit und packen da so eine simple Battlefield 3 Umsetzung rein. Also ich hoffe es mal nicht, dass sie da so ganz billig Kasse machen wollen. Weil, aber es ist Electronic Arts, ne? Also wir dürfen ja auch nicht die Augen vor Tatsachen verschließen. Das ist halt Electronic Arts und die, ja, haben schon des Öfteren mal ganz groß die Hand aufgehalten, wenn es ums Geld machen geht. Aber ja, wenn es da Neuigkeiten gibt, ich denke mal, die werden uns jetzt so bröckchenweise immer wieder mal so ein paar Newsbrocken hinwerfen, so nach dem Motto, ja, guckt und guckt und mal gucken, wie die Reaktion der Community sein wird. Aber ich muss insgesamt sagen, so für diesen ersten Tag der Gamescom, heute waren ja die ganzen Presseveranstaltungen, also wer einen Presseausweis hat, konnte sich da jetzt schon auf der Gamescom rumtreiben und die offiziellen Vorstellungen ansehen, also da war einiges drin. Und also wie immer werde ich auch die ganzen News-Links, die ich jetzt hier so habe, alles in die Videobeschreibung packen. Gut, jetzt muss ich aber ganz kurz Luft holen, das war jetzt doch einiges. Nochmal kurz zusammengefasst, genau, also Release-Datum habe ich euch genannt, Battlefield 4 wird moderne sein, also kein zweiter Weltkriegs-Shooter werden. Dann Double XP habe ich euch genannt, am 25. und 26. Ich gucke gerade so meine Liste durch, dass ich da jetzt ja nichts vergesse auf die Schnelle, weil zurzeit ist hier wirklich, geht's hier Schlag auf Schlag mit den Neuigkeiten. Ansonsten, lasst mich schauen, DICE ist 20 Jahre alt geworden. Ich glaube, das ist eine Neuigkeit, die interessiert euch nicht so. Außer wenn wir da irgendwas geschenkt bekommen würden, und so ist es ja leider nicht.
Gut, damit ich jetzt hier nicht sinnlos da rumprappel, werde ich noch ein bisschen über das Gameplay reden. Ja, warum spiele ich so wenig Rush? Ich bin eigentlich, also ich spiele Battlefield wirklich seit dem allerersten Battlefield, also 1942 war das. Da gab es ja keinen Rush, da ging es einfach nur simpel um Flaggen einnehmen. Ja, und diesen Spielmodus, den hat man sich dann irgendwie angeeignet. Auch in Battlefield 2 gab es ja keinen Rush. Das ist ja dann erst bei... Wo ist es reingekommen zuerst? Lass es mich nachdenken. Ja, Battlefield, im Battlefield Bad Company 2 war das erste Mal Rush drin, genau. Und mit neuen Spielmodi, wenn man so ein alteingesessener Hase ist, also tue ich mich besonders schwer. Und dieses Schlauchförmige, was im Bad Company 2 ja drin war, weil teilweise gab es ja da echt Karten, da wurde man übers breite Feld geschickt und da hattest du einfach schlicht und ergreifend keine Chance, irgendwie unversehrt an die Kiste ranzukommen. Aber hier in Battlefield 3, also ich habe einige Gameplays aufgenommen, ich glaube, da war fast jedes Gameplay war vorzeigbar, was ich hier so ein bisschen erspielt habe. Und das hat echt Spaß gemacht. Aber es macht halt auch wirklich Spaß, wenn man ein fähiges Team hat. Also ihr seht hier, die Blue-Fraktion ist wieder sehr stark vertreten. Der Dave ist dabei und der Burn und der Max. Und also ihr seht dann auch, wenn wir dann Richtung letzter Station gehen auf der MCOM, müsst ihr mal auf die Minikarte schauen. Also wir laufen da wirklich... Ja, hintereinander weg. Also da versteht man sich mittlerweile echt schon blind und so macht das Ganze halt auch Spaß. Also die ganzen Medics am Start, also jeder belebt den anderen wieder, da ist kaum einer umgefallen und das macht sich halt auch richtig bemerkbar. Zudem, wenn man halt miteinander plaudert und sagt, du pass auf, da und da ist einer, dann ja, gerät man auch nicht so oft in Hinterhalte. Und bei Rush gibt es ja halt doch sehr, sehr viele Camper, also das ist manchmal richtig hässlich. Aber hier auf Nosha, das verläuft sich. Also hier seht ihr schon, die Karte ist riesig breit. Und jetzt müssen wir auf die Minikarte schauen. Also da, ich laufe vorweg und dann schön wie die kleinen Entchen hinterher läuft meine Fraktion. Das finde ich halt echt genial. Also wir haben da, und vor allem das Lustige ist, parallel zu uns, also auf der Wasserseite, lief noch ein Squad. Also sowohl links als auch rechts sind sofort 8 Mann Richtung MCOMs gestürmt. Und darauf kann sich der Gegner irgendwie überhaupt nicht einstellen, weil die reden ja nicht miteinander, ne? Da will bloß jeder seine Kills machen und damit ist die Sache gegessen, aber keiner spielt so taktisch. Also für uns war es gut, also da können gern, ich lade jeden der Spieler, der hier drauf war, lade ich lieben gern auf den Server nochmal ein, weil die Runden haben echt Gaudi gemacht. Aber gleich mal noch in der Wand machen, weil da hinten steht nämlich diese hässliche Luftabwehr und das Ding kann einen wirklich das Genick brechen. Weil das Ding ist ja nicht nur effektiv gegen Hubschrauber, sondern auch mordseffektiv gegen Fußvolk. Und da, wenn da einer drin hockt, der sein Handwerk versteht, ja, dann kommst du an die MCOMs einfach nicht ran. Das Ding hält zwar nicht allzu viel aus, das wird also so ähnlich sein wie die, oder das Ding ist so ähnlich wie die Artillerie, die ja in Armored Kill drin sein wird, aber ich denke mal, die Artillerie wird noch weniger aushalten. Also da so zwei RPGs, da ist das Ding platt. Aber dafür muss man halt auch ein bisschen Teamplay wieder an den Tag legen, ne? Also Rush ist extrem wichtig. Also ich denke mal, auf Eroberungen ist es nicht so wichtig, so ein fähiges Team zu haben, weil man, ja, wenn ein paar an der Flagge campen und das Ding verteidigen, dann ist das vollkommen okay. Aber auf Rush ist man wirklich auf ein fähiges Team angewiesen. Anders geht das Ganze nicht. Und ja, hier seht ihr schon, jetzt strömt die gesamte Belegschaft einfach mal zur MCOM A und macht das Ding noch scharf. Und das hat halt wirklich Gaudi gemacht, die Runde, muss ich echt sagen. Auch, also die AEK mit Schalldämpfer, noch so ein kleiner Tipp am Rande, bleibt länger auf dem Trigger drauf, als wie ihr es gewohnt seid, wenn ihr ohne Schalldämpfer spielt, weil der Schalldämpfer frisst verdammt viel Schaden. Also das ist Wahnsinn. Teilweise musste man wirklich schon mehr als ein halbes Magazin auf den Gegner pumpen. Außer man hat natürlich das Glück und trifft genau die Rübe. Aber so oft hat man das Glück halt leider nicht. Gut, das war jetzt mal ein ganz, ganz schnelles Video. News ohne Ende. Also ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube es fast nicht. Ansonsten wird es alles noch nachgereicht. Trailer ist in der Videobeschreibung. Die Newslinks sind in der Videobeschreibung. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Mittwoch ist der Feiertag, zumindest hier in München, in Bayern. Und da werde ich noch ein paar Videos zusammenschnibbeln, weil jetzt zurzeit geht es echt rund, was die Neuigkeiten angeht. Und ich will euch ja selbstverständlich auf dem aktuellen Stand halten. Gut, also viel Spaß im Battlefield und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Tom Thompson.